Hallöchen, Hallöchen, meine lieben Wimmelbildfreunde und die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück zum nächsten Part in der Episode 2 von Adam Wolf, den Teufel im Nacken. Und wir sind wieder auf einen Fall angelegt, der ja von einem Mr. Dietz war, der will, dass wir die Kiste öffnen, weil darin angeblich ein Heiltrank für seine Tochter besteht. Und wir wurden auch schon von einer mysteriösen Gestalt angegriffen, die sich auf unser Auto gesprungen ist. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir das jetzt hier den Penner da abluchsen. Okay. Okay, der hat gehört, wie die Dose aufnimmt und hat seine Hand gelockert. Alles klar. So, ich glaube, mehr gibt's hier auch nicht zu finden, wollte ich sagen. Jetzt bricht uns das doch zusammen. Das ist ja die Werkzeugkiste. Aber leider hängt da ein Schloss dran. Zum Glück ist in diesem Haufen ein Schlüssel. Okay. Er passt nicht. Vielleicht kann ich das ja mit einem Messer aufbrechen. Ein Messer. Wo ist denn hier ein Messer? Ein Rasiermesser? Nö. Wo soll denn hier ein Messer sein? Ganz mies da versteckt. Ganz mies versteckt. Satz mit X, das war wohl nix. Die Kette abfeilen. Jetzt nur die Frage, wo ist jetzt hier wieder die Pfeile? Hier ist sie hinter nicht versteckt. Jetzt muss ich natürlich die Pfeile erstmal wieder finden. Das ist keine Pfeile. Ich sehe die Pfeile gerade nicht. Ich brauche einen kleinen Tipp, ich sehe gerade die Pfeile nicht. Alter, wie dunkel ist die denn? Handsäge, die habe ich hier gesehen. Da brauchen wir aber das Sägeblatt, das habe ich hier gesehen. Komm, da muss es doch damit jetzt gehen. Wow. Ein Dosenöffner. Eine Zange, die ist direkt darunter. Wow. Schraubenzieher. Ja, den Hammer hier. Ja, also. Mit dem Meißel, den habe ich da oben gesehen. Okay, Schlüssel. Okay, wir haben jetzt einen Schraubenschlüssel bekommen. Der heilige Schraubenschlüssel. So, ich glaube, mehr brauchst du auch hier nichts machen. Ist ja alles jetzt, glaube ich, hier erledigt. Aber trotzdem schön gezeichnet. Dann wollen wir mal rüber. Okay. Ich kann dieses Boot aus dem Weg ziehen.
Warte mal, wir haben doch einen Schraubenschlüssel. So, jetzt glaube ich, kann ich hier rauf, oder? Wow, Junge! Zieh doch dich gleich mit. Hey, listen, friend. I'm not asking for trouble. I'm just looking for some information on this box over here. That strange old box, huh? Well, I sold it. But I did keep something it came with in my stash. Now, a while ago, some shipyard drifters stole it. I came after them with my gun, so they ended up running empty-handed. They must have hidden my stash close by. You get that back for me, and then we can talk business. Okay. Dann schauen wir mal. Muss ich halt alles abgucken. Zwei Stück fehlen mir noch. Ja, okay. Das, glaube ich, ist wieder einfach. Glaube ich. Das Versteck muss sich in einem Fischernetz befinden, das an dieser roten Boje hängt. Was geht da vor sich? I found him lying on the ground. Someone was fast. He must have fired that shot in self-defense. Little good it did him. No, I'm not a vessel. He let out his last breath right there in front of me, denying he was a vessel. Whatever that meant. Okay. Eine Minute statt. Ich könnte ganz leicht von meiner Uhr nachspielen. Okay. Okay, wo ist denn sein Gewehr? Ich sehe hier gerade gar nichts. Ach, da war sein Gewehr. Hä, wieso kann ich das denn nicht aufheben? Ja, Handschuh. Aber wie kriege ich das wieder nach oben? Okay, mit dem geht's hier nicht. Ist hier sonst irgendwas, was ich anschauen könnte? Nee, sonst ist hier nichts, womit ich es anschauen könnte. Da reicht wahrscheinlich das Gewehr. Wie kriege ich denn das wieder ganz? Zeig, hat die Stäbe zerbrochen.
Okay, ich brauche einen kleinen Tipp. Okay. Ah, also ich habe das nicht als Industriekleber gesehen. Was jetzt? Irgendwas fehlt doch noch, oder? Ach, hier. Hier war eine Markierung. Okay, ich muss wieder raus vielleicht mal. Was für eine Markierung war da? Hier soll er hier gewesen sein. Was sagt der Tipp? Ach, die liegt direkt unter ihm. Da habe ich wieder meine Fischaugen woanders gehabt. Ja, zusammen tackern. Anscheinend ist der selbe Angreifer, der mich umbringen wollte. Okay. Marv, I'm at the docks. There's been a murder. I need you to give me a bit of time before you send in the troops, okay? Never a dull moment with you, Wolf. You've got half an hour. Ich hätte ihn lieber nicht mit bloßen Händen. Ja, wieder Handschuhpower. Okay. Wie bringe ich das, dass das hier nicht rausrollt? Nur noch eine Münze, die Kiste sollte aufgehen. Ah. Okay, dann brauche ich die andere. Okay. Irgend so ein Voodoo-Kram. Ew. Ja. Die alte Gefahr ist nun zu Ende. Mit einem Ritus mächtig und behende an seinen Ort, wo Erde und Leere eins zu sein haben, die Ehre. Sie gewarnt, Reisender, solltest du finden, du diesen vergessenen Ort, um das Ritterlein zu vernichten von unseren Hort. Schicke Kreaturen werden jagen dich fort. The notes mentioned a ritual of some sort. The books back at the office might help. Ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Oder ist hier noch irgendetwas? Ne, ich glaube, wir sind hier fertig. Okay. Hey. So, hier ist nix. Ja, fern die Bücher runter. Ah, ein schönes Wimmelbild mal wieder. Sanduhr. Okay, Fledermaus.
geht nach Haus. Sanduhr. Eichelblatt. Schmetterling. Labyrinth. Sarkophag. Eine Kerze ist hier. Medusa ist hier. Schädel ist hier. Nee. Mal den Totenschädel wahrscheinlich, ja. Zeremoniendolch, der ist hier. Dann den Mond ist hier. Und eine Schlange. Das ist so eine Schlange. Oder ist hier irgendwo anders? Ja, da ist noch eine Schlange. Öffnungsritual, okay. The ritual mentions some ley lines. An old map of the area is included. Could prove useful. Zur Ausführung dieses Rituals, vier Dämonen musst du finden, einen Ort, wo sich Landschaften verbinden und sie dort die Realität überwinden. Juhu, ich darf puzzeln. Karte von San Francisco, ganz alt wahrscheinlich. Na komm. Was muss ich jetzt machen? Ach so, Zwillinge finden. Das ist interessant gemacht. Wo ist das andere Stück dazu? Eagles Point, das muss der Ort mit der Ristorität sein. Okay, da müssen wir wahrscheinlich dahin. Let's go. I arrived at Eagles Point. The whole place screamed cheap horror novel. Then again, subtlety and ritualistic worship never did go hand in hand. In der Tat, lieber Adam. Dann mach schon mal einen Dämon. Von drei Stück. Ich muss mich immer anders hinhocken, nicht wundern. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja, aber ich kann jetzt doch nicht den anderen Dämon schon einsetzen, oder? Doch. Okay. Dann muss ich aber noch den anderen finden. Okay. Ja, kann ich hier aber nichts großartig machen. Und dann muss ich wahrscheinlich die Box dann in die Mitte rein tun, oder? Okay. Jetzt muss ich die Symbole hier finden, oder wie? Sieht so aus. Schon mal sehr, sehr geil gemacht. Und zum Glück fliegen die nicht zurück, wenn man einen Fehler macht oder so. Das wäre schon ein bisschen ärgerlich. Ja, ich sehe die Symbole gerade nicht. Warte mal, welches Symbol brauchen wir denn alles noch?
Nochmal die ganze Sparte einfach, okay. Ich finde das jetzt gerade aktuell nicht. Ich klicke jetzt mal jedes Symbol an. Da kann ich nicht, komischerweise. Ja, das allzeit bekannte Lufia umherklicken. Oh lol. Da hätte ich ja lang suchen können. Entschuldigung, Lufia. Das ist so. Soll ein Insider werden. What the actual hell? Noch eine Kiste. Those demons almost had me. When out of nowhere, this stranger appeared and saved me from a battle I was losing. Thanks, man. I see you're no stranger to demons from other dimensions. Who are you? My name is Christopher Cutler, a knight of the Argent Order. Ich bin Batman! And now it is time for wrongs to be righted. You will hand me the box. And your life. Whoa, 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 wait a minute, pal. What are you talking about? We have been vigilant to keep the box out of the hands of evildoers. We have kept it safe with sword, shield, and gun for centuries. I have no mercy for the agents of the Deceiver, dabbling in things they don't understand. Hey, 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 listen. No more. There is no more talking to be done. You are but a pawn. The nut job with the huge 44 was obviously the one who attacked me in the car and killed that hobo Walt. I was next, unless I acted fast. Okay. The cavalry has arrived. The bluecoats must have chased that psycho away. I needed to let Marv know where I was. Das war knapper als knapp. Marv. Adam? Are you alright? Marv, I'm hurt. You guys are near my location. Hang on tight, Wolf. We'll track your signal. That was one nasty fall. You're lucky to be alive. In der Tat, lieber Marv. The patrol went after that maniac, but lost his trail in the woods. Okay. The medic patched you up, and I brought you here. Thanks for coming to get me, man. Don't sweat it. Here, take this. Might save your life next time. Ah, das ist sicher als schutzsichere Weste. We found this when we were chasing after that freak.
Looks like a bunch of nonsense to me, but it might be right up your alley. Okay. I gotta run. See you later. Ja, see you later, Alligator. Und ein fremder Anruf. Ist wahrscheinlich er. Adam, Susie is getting worse by the minute. Are you any closer to opening the box? Damn thing's like a Matryoshka doll. You open one box and there's another inside. If there's anything I can do to help... As a matter of fact, you can. This layer's got some scribbling on it. It's nothing I can make out. Maybe you'll have something on it from your research. Send me a photo. I'll take a look. I recognize this. You're not gonna like it. Okay. What is it? It says that only the dead can open it. Oh, great. Well, let me just ask one of my dead buddies to do it. I'll have to find a way to cheat that thing. I'll talk to you later, Dez. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, meine lieben Freunde, dann schaltet in der nächsten Folge wieder rein, wenn das wieder heißt Adam Wolf. Episode 2, den Nacken im... Ne, schon wieder, falsch. Ich krieg's nie hin. Den Teufel im Nacken. So, bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Dos vidania. Sayonara. Servus.